Wir haben heute auf dem Programm, dass wir uns die beiden neuen Sorten von Aino angucken. Und zwar gibt es da zum einen den Oha, das ist eine Guave, und zum anderen The Great Raspy. Das heißt, wir haben einmal eine brasilianische Guave und Cooling bei dem Oha. Und bei dem The Great Raspy haben wir einmal Raspberry und Cooling am Start. Den Oha habe ich jetzt schon gebaut, den Great Raspberry, den gucken wir uns ja gleich auch noch zusammen an und da seht ihr nochmal den Kopfbau. Das sind wie gesagt die zwei neuen Sorten, da sieht man auch noch die ganzen anderen Sorten von Aino. Wenn sich jemand ganz in Ruhe durchlesen will, am besten einmal kurz Pause drücken. Guave halt ein sehr interessanter Flavor, ne? Hatten wir früher sehr, sehr oft. Dann gab es irgendwie eine ganze Zeit lang keine Guave-Flavor mehr. Auf jeden Fall hat Aino jetzt wieder einen rausgebracht. Was ich sehr cool finde, ist, dass beide Solo-Flavor sind. Das heißt, zum Mixen könnte das extrem geil sein. Es ist fruchtig, sauer, spritzig, wahrscheinlich auch durch die Kühle, aber kommt auf jeden Fall sehr, sehr nice rüber. Und das, obwohl ich, wie gesagt, normal Guave gar nicht so feiere. Ich würde ihn jetzt auch nicht pur rauchen. Achso, übrigens preislich, ne, selbst mit der neuen Banderole, 200 Gramm, 20 Euro. Heißt, ist nicht unbezahlbar, bleibt im Rahmen. Wäre natürlich immer noch schöner, wenn er günstiger wäre, aber für mit neuer Steuerbanderole ein 20 für 200 Gramm ist, denke ich, okay. Also viel geiler wird es, glaube ich, nicht. Lässt sich auch sehr, sehr angenehm rauchen. Schnitt war fein, also wirklich ein feiner Schnitt. Es waren ein paar kleine Ästchen drin, aber auch die waren so klein gehäckselt, dass sie jetzt beim Kopfbau nicht gestört hätten. Wenn die nicht dabei wären, wäre das noch ein Ticken geiler. Und durch den sehr feinen Schnitt sah der Kopfbau auch noch sehr schön aus, aber das werdet ihr gleich auch noch bei unserem zweiten Ründchen-Kopfbau sehen. Also wenn man Guave mag, dann wird man den Aino auf jeden Fall mögen. Es ist halt nicht so ein klassischer babs-süßer Flavor, wie man das so oft bei Shisha gewohnt ist. Aber auch wenn man lieber babs-süß raucht, kann man ihn, glaube ich, immer noch geil mit reinmischen. So. Kleines Fazit zu unserem Oha von Aino. Ich muss sagen, je länger ich den rauche, umso besser schmeckt er mir. Ist eine sehr gelungene Guave bzw. Feoa, ne, ist diese brasilianische Guave. Pur würde ich ihn wahrscheinlich eher selten rauchen. Für mich eher ein Tabak, den ich in den Mix packen würde. Cooling-Note kommt gut durch und die Guave ist sauer und frisch, aber eben nicht bitter. Und das ist auch gut so. Und da gucken wir uns als nächstes an. The Great Raspy von Aino. Das sieht wunderschön aus, wie der in der Dose liegt. Pass auf, da will man eigentlich fast gar nicht umrühren. Das sieht so perfekt aus. Irgendwie befriedigend, keine Ahnung. Also geruchlich auf jeden Fall schon mal sehr nice, aber da gehen wir gleich am Schreibtisch nochmal genauer drauf ein. So, und Schnitt und Feuchtigkeit mäßig finde ich das wirklich nahezu perfekt. Er ist ein kleines bisschen klebrig. Ihr seht, das klebt schon sehr, sehr krass aneinander. Das hält zum Beispiel auch schon fast komplett an der Gabel. Aber abgesehen davon, dass er ein kleines bisschen klebrig ist, finde ich, sieht das sehr, sehr gleichmäßig aus. Wir haben, und ihr seht das jetzt zum Beispiel hier, mal ab und zu so winzig kleine Ästchen drin. Aber so klein wie die sind, jucken die halt eigentlich nicht. Das stört weder beim Rauchen, noch ist das irgendwie jetzt schlecht. Wäre wahrscheinlich trotzdem noch ein Ticken geiler, wenn die auch nicht wären. Aber ich finde, abgesehen davon, sieht Schnitt und Feuchtigkeit schon sehr, sehr geil aus. Und wenn ich euch hier mal den Dosenboden zeige, sieht man auch, da ist jetzt keine überschüssige Molasse drin oder so. Ne? So, dann bauen wir mal den Wattenberg. Hier. Dann machen wir hier ein kleines bisschen den Rand frei. Und das meinte ich vorhin mit, der Kopf sieht so schön aus. Dadurch, dass der Tabak so schön gleichmäßig und fein geschnitten ist, das ist irgendwie sehr befriedigend, wenn das so eine wunderschöne, homogene Masse ist, oder? Und so, finde ich, sieht das doch schon nach einem sehr, sehr schönen Köpfchen aus. Wir haben ein sehr schönes Noppenkontakt-Setup gebaut. Dann kommt da eine Kohle hin, hier eine Kohle hin. Zum Anrauchen kommt hier noch eine Kohle hin. So, gucken wir schon mal, ob da was geht. Wir müssen noch ein bisschen warten. Okay, so, jetzt können wir auf jeden Fall die dritte Kohle wegnehmen. Das Köpfchen von dem The Great Raspy, Raspberry und Cool, also Himbeere und Cooling, läuft jetzt. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr ja schon gesehen. Geruchlich geht er tatsächlich leicht in so eine parfümig, fast ein klein bisschen beißende Richtung. Also vom Geruch hätte ich erstmal nicht gedacht, dass der so übertrieben Killer ist, aber im Endeffekt kann uns der Geruch ja relativ egal sein. Rauchverhalten ist auf jeden Fall wunderbar, da gibt es keine Beschwerden. Und zum Glück ist dieses parfümige, leicht stechende, was man im Geruch hat, weg. Es ist eine süße Himbeere, die so an Himbeersüßigkeiten erinnert. Aber kennt ihr diese kleinen Gelee-Himbeeren, die so ein bisschen mit so einem Art Mehlzeug bezogen sind? Ich weiß nicht, ob das überhaupt Mehl ist. So wie die Dinger schmeckt der Aino-Himbeere ungefähr. Also es ist schon eine Himbeere, die so in eine leicht süße Richtung geht, aber die ist nicht so babsüß. Und das Saure
Also Himbeeren sind ja eigentlich von sich aus eher saure Früchte. Kommt auch sehr, sehr geil durch. Cooling ist weniger als beim Guave, aber trotzdem merkbar. Also saure Noten von der Himbeere, ja. Trotzdem ein eher süßer Tabak mit ein wenig Cooling. Aber overall lecker. Also den kann ich mir auch in Mischungen sehr, sehr gut vorstellen. Himbeere hat oft die Krankheit, dass es nicht so ein super intensiver Tabak ist. Der Aino schmeckt aber schon gut. Also ich glaube, Leute, die Himbeere mögen, werden mit dem auch pur happy werden. Bei mir wird es, glaube ich, doch eher auf Mischen rauslaufen.